Heute ist Nachhaltigkeitstag in Baden-Württemberg und wir bei Schwörer wollen das Aktivleben Klimaschutz weitertragen. Deswegen holen wir uns viele Leute dazu, damit nachhaltiges Denken, ökologisches Handeln auch aktiv gelebt wird. Die ganze Firma Schwörer Haus versucht, das in die Öffentlichkeit zu tragen, dass Klimaschutz nur dann gelingen kann, wenn viele gemeinsam zusammenarbeiten. Unser Unternehmensstandort liegt in einer schützenswerten Region. Wir verarbeiten Holz, was 70, 80 Jahre gewachsen ist und jedes Jahr neu angepflanzt wird. Wir verwenden Materialien, die unseren Kunden wohngesunde Häuser ermöglichen. Also wenn man da nicht über Nachhaltigkeit nachdenkt, dann ist man falsch an Bord. Unser großes Ziel ist, Ressourcen zu schützen und umweltbewusst zu produzieren. In unserer Ausbildung lernen wir, wie wir verantwortlich mit dem Rohstoff umgehen. Ich mag den Werkstoff Holz und mir ist wichtig zu sehen, woher der Rohstoff kommt. Wir beziehen das Stammholz aus dem Umkreis hier vom Werk mit ca. 60 Kilometer. Klimaschutz ist nur gemeinsam möglich und bei Schwörerhaus machen alle mit. Ich arbeite als Fachinformatiker. Mein Hobby, die Imkerei, wird von dem Unternehmen unterstützt. Wir leben schließlich von der Natur und möchten dafür auch etwas zurückgeben. Nachhaltige Azubi-Projekte bereichern die Ausbildung extrem, weil Azubis sehr viel lernen können und den Green Spirit in ihr zukünftiges Arbeitsleben einbauen. Der Nachhaltigkeitstag ist für uns eine tolle Möglichkeit, auch die nachkommende Generation auf ökologisch bewusstes Handeln aufmerksam zu machen. Wir Schwörerhaus sehen uns auch als Botschafter der Region und möchten zeigen, dass jeder Einzelne von uns auch was für die Umwelt tun kann. Klimaschutz gelingt dann, wenn er im ganzen Unternehmen umgesetzt wird. Die Geschäftsleitung alleine wäre dort auf verlorenem Posten. Sie braucht jeden Mitarbeiter, um die Klimaschutzziele des Unternehmens zu erreichen. Die Mitarbeiter von Schwörerhaus sind hier ein gutes Beispiel. Die Auszubildenden motivieren andere Mitarbeiter, Energie zu sparen und das Klima zu schützen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern ist auch ein positiver Beitrag für die Betriebskultur.